Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning. Und zwar haben wir heute natürlich immer das Fahrzeug aus dem Kalixan Update. Es gibt so viele Fahrzeuge. Und zwar haben wir heute den Grotte Brioso, der natürlich ganz klar eine Anlehnung an den Fiat und den Abarth 500 sind. Den erkennt man natürlich richtig drin und das ist so als Rallye-Wagen gedacht und das, ich finde eigentlich ganz cool. Ist irgendwie süß. Und ich denke mir, ich glaube, wir werden den orange machen. Passt, glaube ich, dazu. Aber wir werden sehen. So, irgendeine helle Farbe passt auf jeden Fall zu dem. Innen drin auch knuffig irgendwie der Wagen. Ich stelle mir nur gerade vor, so ein Truck, den einfach so von der Seite komplett wegrammt. Aber den kann man bestimmt coole Volksjagd machen. So, Grotte Brioso RA. Wollen wir mal gucken. 17 Sachen, das ist doch schon mal schön. So, Tuning natürlich und Sportbremse. So, Stoßstange, Frontstoßstange, Straßenschweller, Rennstoßstange oder Driftstoßstange. Boah. Minimal tief. So, das sieht ein bisschen aus wie der Lächeln. Also ich denke, da ist schon das besser. Straßenschweller. Rennstoßstange ist dann eine... Mal nochmal was anderes komplett. So. Oder Driftstoßstange. Ich glaube, wir nehmen die Driftstoßstange. Ja, nehmen wir die mal. Heckstoßstange, normal mit Carbon-Diffuser. Nehmen wir den Diffuser dazu. So, Motor natürlich verbessern. Motorhaube. Serienmäßige Motorhaube, glatte Motorhaube mit Doppeleinlass. Was haben wir denn da? Okay. Oder extreme Luftschutze. Okay. So, kann ich halbwegs zurücktunen. Nehmen wir die Doppeleinlässe, glaube ich. Scheinwerfer nehmen wir natürlich die Xenons und Neons lassen wir komplett weg. So, bam. Design. Kein Atomic Tires. Oder Sprunk. Nur mal Atomic Tires. Nummernschild bleibt wie es ist. So, Lackierung. Was können wir denn? Das unten und oben. Okay. So, will ich erstmal hier gucken. Wie sieht denn ein Orange dann aus? Da dann aus, nicht dann dann. Meine Güte, reden ist halt schwer. So ein hellorange oder so ein gelb direkt. So. War denn so ein Renngelb schon, oder? Nehmen wir mal Renngelb. Hier mal schwarz. Sieht gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Sieht eigentlich mal gar nicht schlecht aus, um ehrlich zu sein. So, wollen wir mal zum Renngelb hoch. Ah, da war schon. Aber so sieht schon besser aus, als jetzt hier matt schwarz drauf, oder? Ja, und wie sieht Metallic schwarz aus? Ah, Gott. Klassisch gehen wir mal. Oder auch gar nicht, weil ich will jetzt nicht hochscrollen. Lassen wir es mal so. Dach, Semisdach, Carbon, Dach, Lufthutze, lange Carbon, Dach, Lufthutze. Das ist erstaunlich schwer auszusprechen, Dach, Lufthutze. So, oder doppelte Dachlufthutze. Vor allem, wenn man das Wort so, wie gesagt, kommt es richtig komisch vor. Dachlufthutze. So, da haben wir eben Carbon-Lufthutzen. Und hier haben wir so eingebaute. Ich glaube, wir nehmen so die eingebauten. So, Spoiler. Normaler, niedriger Spoiler oder mittlerer Spoiler. Das ist irgendwie süß. So. Ja, komm, nehmen wir einfach mal den mittleren Spoiler. Aber wir es können. Nehmen wir. Ne, lassen wir ihn mal auf der Höhe. Oder ne, nehmen wir ihn runter. Sportfederung, Getriebe, Renngetriebe, Turbo, Tuning. So, Reifen. Ah, nehmen wir natürlich Sportreifen. So. Es ist irgendwie cool, der Wagen. So, was nehmen wir denn hier, ist die Frage. Nehmen wir Ground Rides, glaube ich. Felgenfarbe könnten wir schwarz nehmen. Oder wir lassen das rot, aber ich glaube, dann nehmen wir doch lieber ein schwarz. Reifenmuster, können wir Tuning-Reifen drauf machen, aber... Na doch, machen wir mal drauf. Reifenverbesserung, schusssicher natürlich, Reifenqualm. Nehmen wir einen gelben. Ich will jetzt doch nochmal durch die Sportreifen gehen. Okay, User sehen gut aus. So, Fenster. Machen wir die dunkel.
Aber so, auf jeden Fall nicht so. Helles Rauch, dunkles Rauch, was helles Rauch, dunkles. Helles. Nimm mal helles Rauchglas. So, und dann haben wir unseren Grotti Brosio. Brioso. Ich finde den irgendwie cool. Der ist süß. Vor allen Dingen. Beim Fahren sieht wahrscheinlich das nicht so gut aus mit den Reifenmarkierungen, aber ich denke, wenn wir so unterwegs, also wenn wir so stehen, kann man so coole Screenshots mit dem machen. So. Oh, sorry für das Arm anfahren, war nicht meine Absicht. So. Und der geht auch ganz schön ab mit dem Turbo. Wow. Ey, weg da. Ist aber nicht so leicht zu kontrollieren, der Wagen, weil er sehr schnell ausbricht in der Kurve. Aber kann man Italien-Job mitmachen jetzt mit dem Wagen. Auch wenn ich Minis benutzt haben, aber hat ja eine Grundähnlichkeit. Aber ich finde den Wagen ziemlich geil. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr den Wagen? Oh Gott, ich glaube, das ist einer meiner Lieblingswagen aus dem Update. Hätte ich gar nicht gedacht, aber der hat was irgendwie. Hat ein bisschen Charme, der Wagen. Und ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Habt's gefallen, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.